Korn, auch bekannt unter einer Vielzahl von Titeln wie Blutgott, Herr der Schädel, Herr des Zorns, Herr des Blutes, der Schädelträger und Kanef, ist der Chaosgott des Krieges, des Hasses, der Wut, des Blutes, der kriegerischen Ehre, der Stärke und des Mordes. Sein faszinierendes Wirkungsfeld beinhaltet die elementarsten und rücksichtslosesten Emotionen und Handlungen, die empfindungsfähige Wesen erleben können. Darunter Hass, Zorn, die Lust auf Vernichtung und die Befriedigung, die aus dem Besiegen der Feinde erwächst. Folg uns auf die Reise durch das Immaterium, um dort keine Wesenheiten mehr zu verpassen. Lasst besser sofort das Abo da. Wir wagen uns in die Lore von Warhammer 40k. Jede Tötung oder jeder Akt des Mordes im materiellen Universum stärkt Korn. Je brutaler und sinnloser die Gewalt, desto mehr Macht gewinnt er. Aber trotz seiner Assoziation mit blutigem Gemetzel verkörpert Korn auch den kriegerischen Stolz und die Ehre jener Krieger, die sich den erbittersten Feinden widersetzen und trotz großer Herausforderungen triumphieren. Ein Anhänger von Korn kann sowohl ein ehrenhafter Krieger als auch ein blutrünstiger Schlechter sein. Die Korn-Sympathisanten verfolgen beim Töten keine raffinierten Methoden, sondern zielen lediglich darauf ab, ihre Gegner schnell zu töten, ohne ihnen unnötiges Leid zuzufügen. Während das Blutvergießen und der Tod ihrer Feinde Korn stärken, würde das Zufügen von Schmerz paradoxerweise Slaanesh, den Erzfeind von Korn, stärken. Der Name Korn stammt von Kanef ab, einem Begriff aus der dunklen, dämonischen Sprache des Chaos, der als Herr der Wut oder Herr des Blutes übersetzt wird. Korn zählt zu den mächtigsten und ältesten der vier großen Chaosgötter und kam während des europäischen Mittelalters auf Terra im frühen 2. Jahrtausend im Immaterium zur vollen Existenz. Seine Geburt wurde durch eine Ära der Kriege und Konflikte eingeläutet, die auf der ganzen Welt tobten. Korn ist die Verkörperung des unermesslichen Zorns und der unaufhörlichen Begierde zu dominieren und zu vernichten. Er ist der Totenkopfjäger, dessen einzige Sehnsucht es ist, die Galaxie in einem endlosen Strom des Blutbads zu ertränken. Sein Ziel ist es, jedes Lebewesen zu unterwerfen und zu vernichten, bis nichts anderes mehr bleibt als ein Meer aus vergossenem Blut und ein Haufen zerschmetterter Knochen. Der Kodex von Korn ist unerbittlich und schlicht. Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädelthron. Seine heilige Stätte ist das Schlachtfeld, sein Sakrament das Blut der Gefallenen. Ob bewusst oder nicht, jede Kriegskultur zollt Korn Tribut durch ihre Akte des Tötens und der Zerstörung. Vom kopfjagenden Stamm auf einer entlegenen Wildwelt bis hin zu den galaxieerobernden Legionen des Chaos Space Marines, insbesondere der World Eaters, ehren alle mit ihrem Blutvergießen den dunklen Gott des Krieges. Jedes Leben, das im Zorn ausgelöscht wird, stärkt Korn, dem Blutgott. Für seine Krieger ist es von Vorteil, sogar Freunde und Verbündete zu töten, denn dies zeigt, dass sie eine tiefere Wahrheit erkennen. Korn ist gleichgültig gegenüber der Herkunft des Blutes. Seine einzige Forderung ist, dass es fließt. Freund oder Feind, in den Augen des Herrn, der Schlacht, zählt jeder Tote gleich. Anhänger von Korn, die es versäumen, täglich einen Akt blutiger Gewalt zu vollziehen, ziehen unweigerlich seinen Unmut auf sich. Denn in der endlosen Gier nach Blut und Krieg gibt es keine Pause. Korn hält die Schwachen und Hilflosen für seinen Zorn unwürdig. Der Schlachtruf der Anhänger von Korn spiegelt den Wunsch des Gottes nach mutwilliger Gewalt wider. Blut für den Blutgott, Schädel für den Thron von Korn. Alternativ rufen sie vielleicht Totenköpfe für den Totenkopfthron. Es ist auch bekannt, dass Korns Anhänger inmitten der Gewalt töten, verstümmeln, verbrennen brüllen, wiederholt, während sie ihre Feinde zerhacken. Außerdem rufen die Berserker des Korns, die als Korns Auserwählte bekannt sind, oft brecht ihnen den Rücken, während sie sich mitten im brutalen, blutigen Kampf so leidenschaftlich auf die Suche nach Opfer ihrer Mordlust machen.
Die Anhänger des Chaosgottes Slaanesh, die von den Khorne-Anhängern als dekadenter Abschaum verachtet werden, sind aufgrund ihrer Neidung lediglich für das Vergnügen des Tötens zu kämpfen und nicht, um sich würdigen Herausforderungen zu stellen, bevorzugte Feinde im Kampf. Ebenso stehen die Diener von Tsinj, die oft als zögerliche Zauberer angesehen werden, die sich einem fairen und ehrenhaften Kampf nicht stellen wollen, hoch im Kurs der Khorne-Sympathisanten. Die heilige Zahl des Khorns ist 8, ein Symbol, das tief in der Struktur seiner dämonischen Herrscharen, den Blutlegionen, verankert ist und sich sogar in kleineren Aspekten wie der Anzahl der Silben im Namen eines Khorne-Dämons widerspiegelt. Wo immer möglich, organisieren sich die Krieger des Blutgottes in Trupps von genau dieser Stärke. Die charakteristischen Farben von Khorne sind blutrot, schwarz und Messing. Farben, die seine brutalen und unerbittlichen Aspekte unterstreichen. Das Symbol Khorns ähnelt entfernt einer 8 oder einem stilisierten menschlichen Schädel, was seine Verbindung zu Tod und Zerstörung weiter betont. Mitten in der Messingzitadelle, jenseits der Bastionstreppe und der 8 Eisensäulen, wacht Khorne vom Sitz des Gottes auf den Thron der Schädel über alle seine Diener. Von dort aus befiehlt er seinen Blutlegionen und sterblichen Dienern, Krieg in die entlegensten Winkel der Galaxie zu bringen. Jeder Sieg, den er miterlebt, lässt ihn nach mehr Blut dürsten. Mit jeder Niederlage nimmt Khorne das Blut eines gescheiterten Champions und lässt es in die Flüsse seines Reichs fließen. Das Blut wird Khorns sein. Wenn der Gott es von seinen eigenen Dienern ernten muss, dann sei es so. Der Thron der Schädel ist von allen Seiten von einem Schädelhaufen umgeben, der Khorne auf seinen Thron hochhält. Khorns Dämonen, Chaos-Champions und gefallene Feinde tragen gleichermaßen zur Knochenmasse bei. Könnten diese Schädel sprechen, würden einige Geschichten aus der Zeit vor dem langen Krieg gegen den Leichenkaiser des Imperiums erzählen. Als der Primarch Angron seinen Eid gegenüber dem Blutgott noch nicht geschworen hatte. Khorne ist einer von 4 bekannten Chaosgöttern. Es bleiben also viele Geschichten, die noch zu erzählen sind, und die Lore von Warhammer 40k und Games Workshop entwickelt sich rasant weiter. Lasst uns also in den Kommentaren gerne wissen, welche neuesten Entwicklungen ihr wo verfolgt und was ihr davon hören wollt. Denn diese Geschichten und mehr begleiten unseren Kanal. Darum verfolgt uns also aufmerksam mit einem Abo, um kein Puzzlestück mehr zu verpassen. Bleibt besinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn. Bis bald.